Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Abriss Profi Online. Jawohl. Ja, ich bin wieder zurück. Ja, diesmal nicht mehr im Zeitraffer, weil diesmal werden wir einfach ein bisschen abreißen, würde ich sagen. Ich bin mir noch nicht sicher, was genau. Boah, fetten Stahlträger erstmal geschultert. Ja, entweder reißen wir da hinten die Mauer ab oder wir werden hier am Gebäude ein bisschen was abreißen. Wollen ja vorankommen. Ja, im letzten Video haben wir ja quasi hier das Stück, habe ich in 2 Stunden. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um quasi von hier bis da hinten hin das Material wegzuräumen, hat es tatsächlich über 2 Stunden gedauert. Ich habe das dann im Zeitraffer in unter 7 Minuten oder in circa 7 Minuten zusammengeschnitten. Ja, habe gar nicht geredet in der Folge, weil ich habe mich einfach abends hingesetzt, abends um 10, 11 Uhr und habe gedacht, okay, ich nehme jetzt nochmal 1 Stunde, 2 auf und habe das dann einfach quasi Schutt-Wegräum-Folge gemacht, damit wir hier auch mal vorankommen. Ich werde es wahrscheinlich dann auch genauso machen hier bei der anderen Seite, dass ich da dann ab und zu einfach mal eine Folge dazwischen werfe oder mehrere Folgen sind, wo ich dann einfach mal 1, 2 Stunden Material wegräume. Am Ende sind die Folgen dann für euch nur 5 Minuten lang oder so, aber eine halbe Stunde dazu gucken, wie ich langsam Material wegräume, ist ja auch irgendwie nix, oder? Deswegen dann lieber so kleinere Folgen, die komplett im Zeitraffer sind, damit wir da auch vorankommen und es wenigstens Fortschritt gibt, weil anders ist es ja fast irgendwie unerträglich. Wirklich. Also wir haben jetzt, glaube ich, hier für den Bereich, würde ich sagen, 4 Stunden gebraucht. 3, 4 Stunden. Und hier hinten liegt ja bestimmt noch 1 Stunde Arbeit. Ja, es sieht zwar wenig aus, aber ich denke mal, das ist bestimmt gegen Ende dann auch wieder so 1 Stunde Arbeit ungefähr. Wenn wir jetzt noch das komplette Gebäude da oben abreißen oder da abreißen, dann ja, dann haben wir da auch bestimmt noch mal, ja, 10, 12, 20 Stunden, keine Ahnung, sowas in dem Dreh. Ich rechne ja damit, dass dieser große Bereich hier so um die 20, 30 Stunden dauern wird. Ja, das heißt, wenn ich das jeweils für 2 Stunden oder 2 Stunden Videos quasi aufnehme oder 2 Stunden aufnehme und dann am Ende so ein 7-Minuten Video draus habe, werden das trotzdem einige Folgen. Ja, aber ich kann oder möchte das halt auch nicht irgendwie als dass ich mehrmals oder dass ich mehrere Tage hintereinander diese 2 Stunden Schutt wegräumen irgendwie aufnehme und das dann zu einem Video zusammenschneide, möchte ich auch nicht machen, weil wer will sich eine halbe Stunde lang Timelapse-Video angucken? Also ich persönlich weiß es nicht, ich glaube ich nicht. Ja, mal so ein paar Minuten ist okay, aber komplett an einfach so eine halbe Stunde lang da Material wegräumen oder 1 Stunde im Zeitraffer ist irgendwie, würde ich, glaube ich, auch nicht so ganz gut finden. Deswegen, ich mache das wahrscheinlich weiter mit den kleinen Videos, wenn ich das schon wegräume. Vielleicht sind sie auch manchmal nur 2, 3 Minuten lang. Kommt drauf an, wie viel Zeit ich habe halt zum Aufnehmen so nebenbei. Kriegen wir hin. Aber ich finde es auf jeden Fall besser. Und ich hoffe ja auch, wenn ich das so mache, als wenn ich da jetzt tatsächlich dann, ja, 30 Stunden Material wegräume. Und, ja, da passiert halt einfach nichts. Es ist halt einfach langweilig. Ja, der Radlader war ja leider nicht so das erhoffte, oder die erhoffte Vereinfachung vom Schutt wegräumen. Leider. Deswegen müssen wir es halt so machen irgendwie. Ja, ich wollte ja sowas eigentlich vermeiden, Zeitraffer, dass wir das halt dann irgendwann in der Zukunft mal machen beim Kanal, wenn irgendwelche Titel da sind, wo man stundenlang einfach das Gleiche macht, dass man das ein bisschen verschnellert quasi. Aber so hat es ja irgendwie, ja, hier auch keinen Sinn gehabt mehr, weil, wie gesagt, die Fuse sind auch beim Abrissprofi komplett eingebrochen, seitdem ich den Schutt wegräume. Ich kann es, wie gesagt, ja nachvollziehen. Ich kann es, wie gesagt, nachvollziehen. Deswegen muss ich ja was dran ändern. Habe ich ja jetzt gemacht. Aber ist halt, ja. Besonders, weil ich mit dem Aufnahmeprogramm noch nicht so ganz, nicht mit dem Aufnahmeprogramm, mit dem Schnittprogramm noch nicht so ganz hundertprozentig zufrieden bin oder noch nicht ganz so dick befreundet bin. Ich musste jetzt zum Beispiel die letzte Folge Abrissprofi, die habe ich an dem Tag 4-mal gerendert. 4-mal um die 1,5 Stunden. Ich kann während der Zeit mit meinem Computer nichts machen. Einmal ist der Computer auch einfach ausgegangen währenddessen. Ja, genauso wie bei dem ersten Zeitraffer-Video habe ich auch 4, 5-mal rendern müssen, weil es da jedes Mal irgendwie Probleme gab. Und einmal hat Charlie den Rendervorgang abgebrochen, das war auch schön. Da hatte ich abends um 0:30 habe ich den Rendervorgang, oder nachts um 0:30 habe ich den Rendervorgang nochmal gestartet. Habe mir gedacht, ja, dann ist es ja so bis um 2 ungefähr durch. Dann hat Charlie gemeint, sie müsste sich um 12:45 auf meine Tastatur drauflegen, was es sonst nie macht. Und dann hat sie damit den Vorgang abgebrochen. Ich habe es nochmal gestartet. Ja gut, war ich halt am Ende dann erst um 3 Uhr im Bett. Passiert.
Tja, holt euch eine Katze, habt ihr euren Spaß. Das macht Charlie zu gerne, mich irgendwie ärgern. Naja, was will man machen? Ja, wie gesagt, vorgestern war das dann mit dem 7-Minuten-Video. Habe ich auch 4-mal rendern müssen, weil bei den ersten 3-mal rendern war irgendwie die Qualität komplett kacke von dem Video. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, woran es liegt. Das war auch bei dem vorherigen Video so. Ich habe das 2-3-mal gerendert und irgendwann war die Qualität gut. Ich habe jetzt gestern nochmal dann was rumgestellt und dann ging es irgendwann. Ich weiß aber nicht, ob das Problemchen war oder nicht oder auch keine Ahnung. Das werden wir dann irgendwann erleben. War ich nicht eben gerade noch irgendwie Metallteil? Sah fast so aus? Irgendwas war blau markiert. Egal. So, ich habe jetzt auf jeden Fall genug Material erstmal so weggeräumt, so nebenbei beim Erzählen. Deswegen würde ich jetzt gleich mal in den Bagger reinspringen. Ich würde es gerne versuchen, mit den Kleinen hier abzureißen. Ich habe ehrlich gesagt keine Interesse, mit dem Longfront-Bagger das Gebäude hier abzureißen. Und ich denke mal, wir kriegen das auch so hin. Aber ich muss hier noch Sachen wegräumen. Ja, ich räume da noch ein paar Sachen weg. Beziehungsweise ich kann die auch einfach auf die Seite schmeißen und räume die demnächst weg. Das geht natürlich auch. Nur dass es jetzt nicht dann im Schutt drin liegt, das ganze Zeug, was ich da schon freigelegt habe. Hier haben wir noch irgendein Metallteil, jawohl. Richtig gesehen. Das bringen wir gerade noch weg. Und dann auf der anderen Seite die ganzen Holzteile, die schmeißen wir einfach auf die Seite. Ist ein Plan, oder? Ich denke schon. Ich denke doch schon. So, da haben wir noch eine Metalltür. So, wie gesagt, die Holzfensterteile, die schmeißen wir jetzt einfach an die Seite. Dann haben wir die nämlich weg. Dann stören die niemanden mehr. Mich nicht, euch nicht. Kann ich später dann einen Container hinstellen, dann kann ich die da einfach an Ort und Stelle aufnehmen und in den Container reinschmeißen. Nur ich will jetzt halt auch nicht die anderen Container wegschleifen, weil die brauche ich dann noch fürs weitere Schutt wegräumen. Da habe ich ja noch genug zu tun auf jeden Fall. Und jetzt wegschleifen, dann wieder hinschleifen, habe ich auch kein Interesse dran, ehrlich gesagt. So. Auch wenn das Spiel total Spaß macht, ich bin aber auch irgendwie froh, wenn ich dann mal so einen Haken setzen kann und beim Abrissprofi. Nicht, weil mich das Spiel stört oder weil es keinen Spaß macht, aber ich möchte auf jeden Fall hier bei dem Szenario einen Haken drunter setzen, weil das einfach extrem lang ist. Ich würde aber dann, wie gesagt, vielleicht gerne nochmal die anderen Aufträge fertig machen, vielleicht dann noch so ein Zeitraffer-Video draus machen. Oder so in der Art, wir haben auch noch ein Hochhaus, was abgerissen werden muss. Da habe ich ja nur eins abgerissen und habe da nicht den Schutt weggeräumt. Da müssen wir einfach mal schauen, was wir da dann noch draus machen. Falls ich noch irgendwie Let's Play-Material brauche, kann ich das auf jeden Fall aus dem Spiel noch rausholen. Ansonsten starten wir halt dann mit irgendeinem anderen Titel durch. Ja, ich würde auch gerne nochmal demnächst eine Folge vom Müllauto-Simulator bringen. Ist ja bald Release. Ja, 9. Februar. Wir haben heute übrigens, Aufnahmetag ist der 27. Februar. 27. Januar, an dem ich aufnehme. Ihr seht das Video am 28. Ich glaube morgen, am Samstag. Ich glaube, ihr seht es am Samstag. Ich sage es auch nochmal hier in dem Video, bitte nicht wundern, wenn am Wochenende weniger Videos kommen, beziehungsweise auch unter der Woche mal weniger Videos kommen in nächster Zeit, weil ich momentan halt in einem Kurs bin und dadurch habe ich halt zweimal die Woche, 3 Stunden bin ich da und muss zwischen diesen Kursen, zwischen diesem Coaching, muss ich viel Zeug erledigen, viel Gedanken mir machen, viel Text schreiben und so weiter und so fort und mir fehlt einfach so ein bisschen die Zeit. Ich mache jetzt eben schon fast jeden Tag Nachtschichten und stehe dann trotzdem morgens einigermaßen früh auf und ich komme trotzdem im Aufnahmen, im Hochladen und gleichzeitig die Sachen fürs Coaching irgendwie erledigen nicht so wirklich hinterher. Das ist aber jetzt nur noch die nächsten paar Wochen und danach habe ich, wenn es gut läuft, wieder viel mehr Zeit. Ja, und dann läuft das alles auch wieder so den gewöhnten Rhythmus. Ja, dann will ich auch wieder die Spiele regelmäßig am Tag bringen und so weiter und so fort, weil ich glaube jetzt am Freitag und am Samstag werde ich wahrscheinlich auch keine Busvideos bringen können, wahrscheinlich auch kein Zugvideo. Muss ich einfach mal schauen, wie ich es mache, dass ich da irgendwas noch zusammengekratzt bekomme, weil ich möchte natürlich euch weiter unterhalten mit den Videos, aber wie gesagt, momentan ist es ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, das ist kein Dauerzustand, das wird dann auch demnächst wieder ruhiger, wenn alles nach Plan läuft. Und das hoffe ich doch mal sehr. Ich hoffe doch mal sehr, dass das alles so nach Plan läuft, wie ich es mir erwünsche. Ja. Jetzt bin ich doch schon wieder fast 10 Minuten hier am Sachen wegtragen, aber egal. Muss ja auch gemacht werden. Und das kann ich nicht im Zeitraffer-Video machen, weil da wird es euch schwindlig. Da wird es nämlich selbst auch mir schwindlig. So, ich wollte aber jetzt noch hier von dem Gebäude zumindest die Teile wegräumen, weil, ja, das ist das Gebäude, was ich wahrscheinlich in dieser Folge noch wegkloppen werde.
So, ich messe auch gerade mal die Metallteile so nebenhin, weil wenn das Gebäude weg ist, kann ich auch einfach dann da durchlaufen, da muss ich nicht so außen rumgurken. Hier haben wir auch noch Fenster rumliegen, die kann ich gerade auch nochmal, beziehungsweise ich nehme das eine jetzt nur noch, dann fange ich mal an, langsam hier wegzuräumen oder wegzureißen. Oh, mich würde es reizen, hier einfach die Säule unten wegzumachen, hier die eine. Na gut, gut, wir schauen mal, was wir machen. Ups, das habe ich aus Versehen ausgemacht. Das schöne Fahrzeugchen. Ja, wie gesagt, demnächst kommt auf jeden Fall nochmal eine Folge vom Müllauto-Simulator, weil es ist bald Release. Es gab jetzt in der Zeit viele, viele kleine Updates für viele Verbesserungen. Auch die ganzen Entrümpelungsaufträge sollen jetzt besser funktionieren. Ich habe es mir nicht mehr angeguckt, deswegen, ich kann es nicht sagen. Wir werden da auf jeden Fall nochmal reingucken, weil an sich ein wunderschönes Gelegenheitsspiel, kann ich nur sagen. Macht richtig Bock. Oh, ja, ich habe aus Versehen vergessen, Wasserschlauch und so. Ja, ist gut. Ist gut. Alles gut. Hab nun... Ich finde das zu geil, wenn der zusammenklappt. Und einfach so zusammenfällt, weil er sich irgendwo den Fuß gestoßen hat. Richtig männlich, richtig hart im Nehmen. Richtig hart im Nehmen. Naja. Naja. Was will man machen? So, ich muss gerade mal auf mein Handy schauen, weil ich krieg normal gleich wieder eine Lieferung von HelloFresh. Erzähle ich ja gerne von. Und jeden Freitag kommt die Lieferung. Und DPD will mir mittlerweile auch auf den Sack gehen, genauso wie alle anderen Lieferdienste. Beziehungsweise Amazon arbeitet momentan wieder gescheit. Die Post auch. Aber jetzt fängt DPD an, dass sie einfach nicht mehr klingeln und legen das Paket hinters Haus. Und ich find's halt blöd. Ich meine, es ist okay, weil die legen es hinters Haus. Ich habe einen Ablageort dahinterlegt. Ist ja okay. Aber was nicht okay ist, ist, dass der Weg hinters Haus extrem glatt ist, wenn es nass ist. Das wissen die nicht. Ja, ich lege mich da auch gerne auf die Fresse. Wenn da sich irgendjemand auf die Fresse legt, und das möchte ich eigentlich nicht verantworten. Und das könnten die einfach umgehen, indem die einfach klingeln. Ich bin zu Hause. Ja, ich krieg das mit, ich höre das. Ich kann die Aufnahme pausieren dann. Und irgendwie klingeln die nicht mehr. Ja, es ist zwar angegeben, dass die klingeln sollen, aber bei der ersten Lieferung haben sie geklingelt. Bei der zweiten jetzt zum Beispiel wieder nicht mehr. Haben es einfach hinters Haus gebracht. Ich bin ja mal gespannt, wann der erste im Garten liegt und um Hilfe schreit. Das ist, wie gesagt, arschglatt. Wir haben da so komische Fliesen draußen. So alte Fliesen. Und die sind tatsächlich wie, als würdest du, wenn da ein Tropfen Wasser drauf kommt, auf Eis laufen. Und es geht hier einen Hang bergab. Du nimmst also einmal Schwung und kommst unten an. Ja. Naja. Ich meine, es ist besser, wenn die so machen und das Paket in das Haus legen. Gar kein Thema. Solange sie nicht auf die Fresse fliegen, ist trocken draußen, ist von mir aus. Ja, also ich könnte mir aber auch den Weg sparen. Die könnten sich den Weg sparen, indem sie einfach klingeln würden. Wie gesagt, ich bin zu Hause. Ja. Die Post klingelt wenigstens DHL. Da ist auch angegeben, die sollen klingeln. Die machen das auch ganz gut. Haben sie auch zur Weihnachtszeit ganz gut gemacht. Amazon irgendwann nicht mehr. Die haben einfach das Paket vor die Haustür gelegt oder einfach in die Einfahrt geschmissen, haben das liegen lassen und sind wieder abgehauen. Richtig Katastrophe, weil hier doch viele Leute vorbeilaufen und wenn die es bei mir vor die Tür legen, wie gesagt, von der Straße oder vom Bürgersteig aus bis zu meiner Haustür sind es 2 Meter ohne Tor, ohne Zaun. Es ist einfach Paket to go. Kann jeder einfach mitnehmen. Irgendwas stimmt doch mit der Bewässerung gerade nicht, oder? Es ist rot mittlerweile. Ich bin hier fleißig am Nass machen. Es wird aber einfach nicht mehr nass. Es wird stattdessen weniger nass. Irgendwas läuft hier falsch. Wie ist, wenn ich hier draußen das nass mache? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da was buggy ist. Ja, das ist ja das andere Gebäude, oder? Okay, wenn ich hier nass mache, zählt es für das andere Gebäude anscheinend. Das andere Gebäude zählt nicht. Naja. Naja. Ich meine, ich verstehe es zwar, dass diese Lieferdienste oder Paketboten, die haben es schon wirklich schwer. Die haben es schon wirklich schwer stellenweise, aber manchmal machen die es einen auch schwer. Das ist leider so die Sache. So, könnt ihr jetzt bitte das mal wieder für das Gebäude zählen, dass ich das nass mache? Ich will jetzt hier nicht eine halbe Stunde lang rumstehen und das Gebäude nass machen. Aber irgendwie gibt es gerade so gut wie keinen Fortschritt.
Wir haben ein bisschen blau, also ich fange jetzt einfach mal an. Wir reißen jetzt einfach mal weg. Aber das fand ich schon richtig kacke zur Weihnachtszeit mit Amazon. Klar, wie gesagt, Weihnachtszeit ist halt die stressige Zeit. Ist halt so, ist jedes Jahr so. Aber dass man halt dann so respektlos mit den Sachen von anderen Leuten rumgeht und stellt das einfach vor die Tür, gerade zur Weihnachtszeit, wo viele auf ihr Paket warten und es Probleme geben kann in der Familie, wenn man da irgendwie kein Geschenk hat für die Freundin oder was weiß ich. Und dann kommt halt so ein Amazon-Dienst und stellt die Pakete einfach vor die Tür. Aber wie gesagt, mit DPD hatte ich auch schon mal die Probleme. Weil DPD hat auch schon mal Matratzen geliefert und hat die auch einfach vor die Tür gestellt. Einfach so ein Riesenpaket. Und das Geilste war, mit der Matratzenwerbung von da auch noch das Paket so gedreht gehabt, dass jeder die Matratzenwerbung von einem Kilometer Entfernung lesen konnte. Fand ich auch eine richtig geile Aktion. Aber es muss halt einfach irgendwie nicht sein. Ich finde es irgendwie ein bisschen respektlos. Und das ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Wenn man so eine Matratze bestellt, die kostet einen Arsch voll Geld. Das ist halt genauso bei Amazon. Kleine Pakete, kannst du theoretisch ein Handy drin haben. Wert von ein paar tausend Euro. Und die stellen das, wenn es blöd läuft, einfach vor die Tür. Die haben uns auch schon zweimal den Briefkasten von der Wand gerissen, weil die da Pakete reingestopft haben, die überhaupt nicht reingepasst haben. Die haben dann trotzdem noch halb oben rausgeguckt, aber der Briefkasten hat dann halt auf halb neun gehongt. Auch schon alles passiert. Und warum? Weil sie zu faul waren, an den Ablageort zu laufen. Weil es ist ja einer hinterlegt. Ich habe ja einen Ablageort hinterlegt für Amazon quasi. Ist auch gar nicht so weit weg vor der Tür. Dann sind die Pakete aber wenigstens safe. Ist zwar nicht die favorisierte Stelle, deswegen habe ich für DPD eine andere Ablageort quasi, aber es ist eine Stelle, wo es doch ein bisschen besser da liegt, als wenn es einmal wieder vor die Haustür werfen, sagen wir es mal so. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht mehr machen, weil es gab eine Zeit lang mal so, da haben sie das Paket irgendwo auf dem Grundstück versteckelt, wo sie gerade Bock drauf hatten, irgendwo unterm Baum oder so, was ja auch okay war. Da haben sie dann ein Foto gemacht, du hast per Mail ein Foto gekriegt, dass das Paket da und da liegt. Machen die bei uns nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Dann musste man das Paket nicht suchen. Und es war versteckt. Aber irgendwie wird das nicht mehr gemacht. Entweder haben sie das System wieder rausgenommen bei uns oder... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hatten die Leute auch keine Lust mehr gehabt, irgendwie Pakete zu verstecken. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch wieder irgendeine rechtliche Sache. Ja, von oben nach unten abreisen. Ich weiß, aber ich komme halt nicht höher mit dem Bagger hier. Na komm, weg mit der Mauer. Ja, ich sehe jetzt schon wieder stundenlange Schuttwegräumarbeit. Das sehe ich jetzt schon wieder. Das sehe ich jetzt schon wieder. Vom Feinsten. Also die Treppe ist ziemlich stabil. Da müssen wir dann mal gucken. So, haben wir uns mit dem Bagger da durchgewerkelt. Treppengelände haben wir gerade auch mal umgeschubst. Wir sind professioneller Hausschubser. Ja, bei den Dinos damals bei der Serie gab es ja den Baumschubser. Wir sind Hausschubser. Oder Gebäudeschubser. Dinos, wunderbare Serie. Habe ich aber auch schon mal erzählt. Ich hatte da als Kind immer so ein bisschen Angst gehabt vor dem Monster aus dem Sumpf. Und wenn ich das heutzutage sehe, gucke mir die Serie an, denke ich mir, ach du Scheiße, das sieht ja so schlecht gemacht aus, das Monster aus dem Sumpf. Sieht's richtig, wie das da eingefügt wurde. Ja, aber als Kind hat man das irgendwie nicht so wahrgenommen, dass es da so reingearbeitet wurde. Da hat man gedacht, oh Gott, das Monster aus dem Sumpf gibt's wirklich. Hilfe, Hilfe. Ja, zum Glück nicht. Oder einmal in der Folge das Monster unter dem Bett. Ich habe wochenlang Angst vor meinem Bett gehabt. So ist das. So ist das. Ja, heutzutage, da lacht man darüber. Aber die Dinos waren auch damals schon voll fortschrittlich. Ja, man hatte quasi, Robbie war ja schon quasi ein Straßenkleber, ein Grüner. Sagen wir es mal so. Der war ja schon vegan, grün, Umweltfreund und was weiß ich. Das haben die damals schon bei der Serie Dinos gewusst, dass so eine Zeit kommen wird anscheinend.
Ist mir so als Kind gar nicht aufgefallen. Aber klar, da achtet man auch auf sowas nicht. Aber jetzt so als Erwachsener, ja, da fällt einem doch sowas auf. Tatsächlich. So, weg mit der Treppe. Jetzt haben wir hier wieder so einen komischen Zwischenstock da drin, den man eigentlich überhaupt nicht braucht. Hauptsache, es kommt noch mehr Material zusammen. Hauptsache, es kommt noch mehr Material zusammen. So. Aber man kann mal schauen. Oh, das könnte Ärger geben. Ach, zum Glück nicht. Hab schon gedacht, weil ich habe wieder von unten, ganz weit unten angesetzt zum Abreisen. Das ist aber auch wieder stabil hier. Meine Fresse. Müssen wir mal ein bisschen grobere Gewalt einsetzen, oder? Alter Falter, da tut sich gar nichts. Betonboden. Stabile Sache. Stabile Sache. Gut, die Mauern stürzen ein, aber irgendwann müsste dann auch der Zwischenboden mal umkippen. Das heißt umkippen, zusammenkrachen. Aber er will nicht. Weigert sich komplett. Na gut, notfalls muss ich da schweres Geschütz auffahren, aber das ist dann die Notlösung. Ja, jetzt fällt es doch zusammen. Einfach die Mauern wegmachen. Ja, ihr seht da aber schon wieder so viel Material. So viel Material. Na, da ist auch noch ein Stahlträger drin, oder wie? Nee, das ist die Dachrinne. Hab schon gedacht. So, da haben wir hier noch eine schöne Treppe. Wow. Was war das? So, da hinten entsteht immer noch Material, ja. Wenn es mal wieder länger dauert, erstmal ein Snickers. Da wird doch lange Zeit Material entstehen. Da, wo der Turm war. Eieiei, so viel Schutt. Das kann doch kein Mensch wegräumen. Das Problem ist halt, ich liebe zwar diese Zeitrafferaufnahmen, aber es ist halt tatsächlich, ich bin damit 2-3 Stunden für die Aufnahme beschäftigt, damit es wenigstens ein bisschen Material gibt für ein Video. Und dann, wie gesagt, wenn ich manche Videos 2-3 Mal rendern muss, weil da irgendwas schief läuft, und bis das alles so zusammengeschnitten ist und angepasst ist und. Da geht schon mal so ein halber Tag drauf. Oder so ein ganzer Tag. Das ist schon halt extrem viel Arbeit. Wenn man halt nicht ganz so viel Zeit hat, ist es halt schwierig. Es ist halt schwierig. So, wir müssen gleich Gebäude bewässern. Leider. Ich hoffe, das funktioniert dann einigermaßen. Nicht, dass das auch jetzt wieder so schlecht funktioniert. Bewässerung ist rot, das heißt, wir gleich böses Dutto kriegen oder irgendwie auch nicht. Oder ist es doch blau oder wird es nur falsch angezeigt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube, es wird nur falsch angezeigt. Oder fürs falsche Gebiet angezeigt, was weiß ich. Was weiß ich. Machen wir gerade mal Mauerumschubsing. Ganz professionell. Zack, zack. So, das Dach lassen wir gleich einstürzen, beziehungsweise diese Decke da oben. Jawohl, kommt schon runter. Perfekt. Das ist ja wirklich krass, wenn man so bedenkt, wie schnell man einfach so ein großes Gebäude weggekloppt hat. Und wie lange man für das Schutt wegräumen braucht. Das ist schon echt ein bisschen krass. Echt ein bisschen krass. So. Wollen wir mal, oder? Hier unten ansetzen. Wenn wir wieder die Mauer hier aus ein bisschen kaputt machen müssen, weil die Betondecke da, dieser Zwischenboden, der ist ein bisschen stabiler. Ich versuche gerade meine Ketten so hinzudrehen, ohne Außenansicht zu wechseln, dass ich in die Richtung fahre, wo ich fahren möchte. So. Das sieht doch ganz gut aus. So, da haben wir das. Dann brauche ich da drüben noch ein bisschen rumdrücken. Dann sollte die Mauer auch irgendwann mal nachgeben. Jawohl. Ich
diese Decke schwebt eigentlich gerade nur. Die ist ja eigentlich nirgendwo mehr so richtig abgestürzt. Außer vielleicht hier an der Seite noch irgendwo, aber ich glaube nicht, oder? Doch, da ist noch ein bisschen Mauer. Da ist noch ein bisschen Mauerwerk. Wenn das noch wegkloppen, dann müsste eigentlich dieses Betonstück hier runterkrachen. Aber ich sehe gerade überhaupt nichts, weil hier entsteht gerade Material. Ah, stabiles Mäuerchen. Irgendwas ist aber zusammengestürzt. Ja. Der Betonboden ist zusammengestürzt. Sehr schön. Hier noch ein Stückchen Mauer. Auch schon weg. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, was passiert hier? Hier entsteht auch Material. Gut zu wissen. Von oben nach unten am Freilassen. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. So. Voll mal dagegen gefahren. So, dann müsste auch alles von da oben runterfallen. Jawohl. Ja, man muss nur schnell fahren können. Dann geht es schon. Dann geht es schon. Wow. Wow. Wackel, wackel. Ja, gut, das kleine Gebäude wollte ich eigentlich noch gar nicht abreißen. Da haben wir noch die ganzen Fenster rumliegen, aber sind wir gerade schon hier. Aber gut, wir sind jetzt auch gleich mit der Folge eigentlich durch. Dann würde ich in der nächsten Folge noch das kleine Gebäude hier wegreißen. Und dann reißen wir vielleicht auch noch die Mauer weg und dann gibt es wahrscheinlich erstmal nur noch Zusammenschnittfolgen, wie ich hier Schutt wegräume, damit der Auftrag dann fertig ist. Das ist aber noch einige Stunden Arbeit, da werden noch einige Timelapse-Videos zusammenkommen. Naja. So, ich hoffe aber, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. Gerne auch Kanalmitglied werden, dadurch Vorzüge erhalten und gerne auch dem Discord-Server beitreten. Würde mich auch sehr freuen. Würde mich auch sehr freuen. Lauter nette Leute dort. Ja, ich wollte jetzt eigentlich noch mal von oben zeigen, was hier so passiert ist. Aber irgendwie, es lädt gerade die ganze Zeit noch Material nach. Deswegen staubt es schon so dolle. Wenn es mal wieder länger dauert, erstmal ein Snickers. So. Ja, es entsteht immer noch Material. Es steht immer noch Material. Ach ja. Schnell mal von oben drauf gucken und schauen, wie es von oben aussieht. Ja. Naja, dann kann ich noch ein bisschen mit dem Bagger hier rumtanzen. Lalalala. Wie lange da Material entsteht. Das ist doch gar nicht schön. Das muss ja auch alles wieder weggeschafft werden. Ist doch jetzt mal gut, Spiel. Oh Mann. Das können die doch nicht mit mir machen. Das können die doch nicht mit mir machen. Ach ja. Das gibt's doch nicht. So, jetzt hat's auch gerade geklingelt. Ich beende die Folge. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.